Viele Sparer haben kopfschüttelnd in den vergangenen Wochen auf das geschaut, was in Zypern passiert ist, nämlich eine Teilenteignung der Sparer, ein Tabubruch. Und darüber wollen wir reden mit Matthias Bohn. Er ist Vorstand der P&S Vermögensberatungs AG aus Bayreuth. Wie haben Sie die Geschehnisse in und um Zypern wahrgenommen? Also Zypern war in den letzten Wochen für mich ein Schock. Und ich hatte in den ersten Tagen viele Kundengespräche zu führen. Ich wurde gefragt, was passiert da? Müssen wir uns Gedanken machen? Und es sorgte für sehr viel Aufruhr, gelinde gesagt. Und die Frage ist ja dann, die sich mir stellt, mit welchen Fragen kamen die Kunden wiederum zu Ihnen? Was sie jetzt tun sollen in dieser Situation oder was war die meistgestellte Frage? Das war genau der Punkt. Müssen wir jetzt Angst haben um unsere Bankeinlagen, um unsere Spareinlagen? Was müssen wir tun? Wie müssen wir darauf reagieren? Interessanterweise kam neben diesem Angstaspekt noch dazu, dass einige Kunden es versucht haben zu verniedlichen, nach dem Motto Zypern 0,2% der Wirtschaftsleistung der Eurozone. Muss mich das wirklich in irgendeiner Form betreffen? Und das waren die Hauptpunkte. Und die Frage stellt sich natürlich auch, kann so etwas auch in Deutschland beispielsweise passieren oder in dem Rest der Eurozone? Und ich glaube, da sind sich viele auch nicht ganz einig gewesen. Haben Sie da vielleicht noch keine fertige Antwort, aber zumindest einen Ansatz, eine Antwort für uns parat? Da sind wir genau an dem Punkt. Und das ist das Schlimme an der Lösung, die man in Zypern gefunden hat. Aus meiner Sicht ein klarer Tabubruch. Unsere Gesellschaftsordnung basiert auf bestimmten Grundsätzen und der Rechtsanwalt würde jetzt sagen, Verträge sind zu erfüllen. Wir haben im Jahr 2012 bereits gesehen, was passieren kann, wenn ein Land, in dem Fall war es Griechenland, nachträglich Verträge ändert. Das führt zu deutlicher Verunsicherung an den Kapitalmärkten und insofern ist das eigentlich das schlimme Ergebnis, das die Verhandlungen in Zypern gebracht haben. Ja, man kann sich nicht mehr auf den Rechtsrahmen verlassen. Und die Folge ist natürlich für viele Anleger, sie stellen sich noch mehr Fragen, was kann ich mit dem Geld tun, eben nicht mehr aufs Sparbuch oder aufs Tagesgeld packen. Das ist doch möglicherweise eine sehr, sehr gute Chance für Sie als unabhängiger Vermögensverwalter an der Stelle zu punkten. Ist das möglich in dieser Phase? Das ist aufgrund unseres Geschäftsmodells sehr gut möglich. Die Unabhängigkeit bedingt natürlich auch, dass ich unabhängig von verschiedenen Banken bin und ich kann unseren Kunden anbieten, nicht nur eine Depotstelle für die Vermögensverwaltung zu nutzen, sondern verschiedene Depotstellen zu nutzen, im In- und auch im Ausland. Also wir haben auch eine Depotstelle im Ausland, die wir unseren Kunden anbieten können. Und ich versuche es mal plastisch zu machen. Wenn ein Sparer in Zypern bei 5 Banken seine 500.000 Euro jeweils zu 100.000 geparkt hatte, dem gehört noch seine 500.000. Derjenige, der alles bei einer Bank hatte, hatte das Nachsehen, wie wir jetzt wissen. Und insofern spielt es mir in die Karten. Einer meiner Kunden hat sogar gesagt, Ihnen müssen doch jetzt die Neukunden die Türe einrennen. Aber ganz dem ist natürlich nicht so. Aber unser Geschäftsmodell sieht bereits seit Jahren vor, dass wir Risiken auch unter den Banken streuen. Und das war die erste Lehre aus der Finanzkrise 2008. Also Risiken breit streuen, das ist das Thema des Tages. Und über die Märkte selbst werden wir sicherlich bei einer der nächsten Gelegenheiten weiter plaudern können. Ganz herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Blick auf die neue Situation nach dem Tabubruch in und auf Zypern. Das war Matthias Bohn, Vorstand der P&S Vermögensberatungs AG hier bei Hauck & Aufhäuser. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich.